Der innere Strom ist an einem entscheidenden Punkt angekommen. Denn ab der nächsten Episode geht es nicht mehr nur um die Besatzung der Quert. Nein, aus dem ursprünglichen Schwarm wurde eine richtige Flotte. Ab dieser Episode stellen sich die Besatzungen der Flotte mit ihrer Crew sowie den jeweiligen Schiffen vor. Den Anfang macht die mobile Werft der Tharax, die im Rahmen einer Neustrukturierung der Flotte einen neuen Namen, unter anderem eine neue Crew, erhalten hat. Ihr neuer Name ist Durok Space One, unter der Führung von Captain Norbu. Das ist noch längst nicht alles, denn die mobile Space Base hat einen äußerst wichtigen Auftrag erhalten. Sie soll den Planeten Duroks terraformieren, um für die Ankunft der geretteten Erdbewohner sowie der befreiten Geiseln aus den Tharax-Schiffen eine neue Heimat zu bieten. Die Führungscrew besteht aus Captain Norbu, Commander Wax, dem taktischen Offizier Major Myers, dem wissenschaftlichen Offizier Leutnant Duval, dem Piloten Leutnant Sukova, dem Kartografen Leutnant Lux sowie dem Fähnrich der wissenschaftlichen Abteilung Ensign Ferrol. Klingt das nicht nach einem Abenteuer voller Aufregung und Spannung?